Nur weil man schwul oder lesbisch ist, heißt das nicht, dass man automatisch AIDS hat. Und nur weil sie sich gegenseitig nicht schwängern können, heißt das nicht, dass sie unvorsichtig sind. Homosexualität ist nicht besser oder schlechter, weil weder Frauen noch Männer besser oder schlechter sind. Sie sind gleichwertig. Homosexualität gibt es auf der ganzen Welt. Und es ist nicht von der Religion oder sonst was abhängig. Es gibt sogar Muslime, also Türken, die schwul sind. Frauen wissen eben, was Frauen wollen, beziehungsweise Männer wissen eben, was Männer wollen. Und sie können es halt besser auf ihr eigenes Geschlecht projizieren. Nicht alle Schwulen sind türkisch und nicht alle Lesben sind kampfbereit. Freud sagt, alle Menschen sind bisexuell. Nimmt man heterosexuell und homosexuell und zieht eine Gerade zwischen beiden, befindet sich jeder Mensch irgendwo dazwischen. Der eine mehr heterosexuell, der andere mehr homosexuell und manche halt irgendwo dazwischen. Freud sagt, jeder Mensch ist bisexuell. Nur weil man homosexuell ist, heißt das nicht automatisch, dass man einen Fetisch hat, aka irgendwie einen Latexanzug im Schrank hat und die fette Peitsche schwingt und sogar auf Sadomaso steht. Hallo? Homosexualität ist keine Krankheit. Man kann sie nicht heilen. Man wurde damit geboren oder halt nicht. Man kann es nicht ändern, man kann es nicht wählen. Man entdeckt es einfach irgendwann. Schwulen und Lesben haben grundsätzlich keine heterosexuellen Freunde. Ich hab das im Auge. Bullshit! Homosexuelle trinken Blut, haben kein Spiegelbild und können bei Tag nicht aus dem Haus gehen. Amy? Ja? Das sind Vampire. Ja. Ha ha ha!